Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Lisa und heute soll es um deinen Aszendenten gehen. Was ist überhaupt der Aszendent? Also der Aszendent ist kein Planet, sondern er ist ein Punkt in unserem Horoskop. Und zwar ist es das Zeichen, was am östlichen Horizont im Moment deiner Geburt aufgegangen ist. Und er repräsentiert den Punkt, in dem die innere und die äußere Welt aufeinandertreffen. Also wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir auf sie reagieren. Es ist so ein bisschen die Maske, die wir anhaben, wenn wir so durch den Alltag gehen. Unsere Persona, kann man auch sagen. Falls du mehr darüber wissen willst, was der Aszendent wirklich repräsentiert oder deinen Aszendenten vielleicht auch gar nicht kennst, dann verlinke ich dir hier meine Playlist Astrologie verstehen. Da findest du nicht nur ein Video, wo ich dich genau durch astro.com durchführe und dir eben zeige, wie du dein eigenes Chart erstellen kannst, sondern eben auch ganz viele Informationen und freien Content über allgemein die Astrologie, Haussysteme, Elemente und so weiter und so fort. Hier steigen wir jetzt einfach mal direkt ein mit deinem Aszendenten. Als Zwilling-Aszendent bist du einfach immer in Bewegung. Also entweder bist du irgendwie am Rumwerkeln oder am Auf- und Ablaufen oder du bist irgendwie so ein bisschen hibbelig oder zappelig. Also da ist so eine richtige rastlose Energie irgendwie um dich, weil du einfach super viel Energie hast. Also Merkur ist dein herrschender Planet und der steht eben auch für Kommunikation und Bewegung. Das heißt, da ist einfach immer irgendwas los und du fühlst dich auch am absolut wohlsten, wenn eben um dich herum ganz viel Bewegung und Veränderung ständig stattfindet und irgendwie Dinge nicht wirklich stagnieren. Du genießt einfach Vielfalt und du magst einfach, wenn das Energielevel immer sehr hoch ist. Ich habe ja schon gesagt, Merkur ist dein Planet, Luft ist dein Element. Das heißt, du bist sehr, sehr gut in der Kommunikation, du bist sehr gut im Schreiben, im Sprechen. Poesie könnte auch etwas sein, wo du Genuss findest. Und du bist auch sehr direkt, also du sagst Dinge auch, die gesagt werden müssen, aber die niemand anders anspricht. Du kannst da sehr ehrlich sein, kannst dich aber teilweise auch nicht zurückhalten. Also bist schon so eine Labertasche und es kann schon auch mal so in Tratschtante schwingen. Du bist einfach eine Social Bee, also du bist sehr, sehr offen und du bist auch sehr verspielt. Also du hast so einen verzaubernden Charme irgendwie um dich rum. Und da eben der Aszendent unsere Maske ist, ist das manchmal eben auch nur so dein Äußeres, deine Maske. Also du willst halt Menschen gefallen und das treibt dich auch irgendwie an. Aber je nachdem, was eben dein Sonnenzeichen ist, kann es auch sein, dass sich das total anstrengt in irgendeiner Form. Weil im Inneren bist du vielleicht eher eine Person, die sich gerne zurückzieht und eigentlich alleine ist. Aber dieser, ja, konstant kommunikative Zwilling-Aszendent treibt dich halt irgendwie raus, immer irgendwie aktiv zu seinem Sozialen und irgendwie, ja, so ein bisschen People-Pleaser auch zu werden. Du magst einfach erreichen, dass Leute dich mögen und es kann auch sein, dass du dann so ein bisschen manipulativ werden kannst, aber jetzt nicht so krass im Negativen. Aber es ist einfach so, dass du dich oft anpasst, vielleicht an Situationen, an soziale Gruppen, also dass du dein Inneres dann oftmals nicht zeigst, sondern lieber das so ein bisschen zurückfährst und halt so guckst, aha, in dieser Gruppe kann ich irgendwie so fahren und in dieser Gruppe fahre ich besser so. Du bist halt einfach sehr, sehr anpassungsfähig, was ja auch auf jeden Fall was Gutes sein kann. Aber dadurch, dass du eben so gemocht werden willst und dazugehören willst, kann es auch sein, dass du Leuten so ein bisschen das Gefühl gibst, als wärst du so der Bestie von jedem und im Inneren magst du die eigentlich gar nicht so wirklich. Während der Aszendent uns darstellt, stellt auf der anderen Seite der Deszendent die anderen dar. Und es kann auf einer Seite der Schatten sein, den wir integrieren müssen. Es kann aber auch das sein, wie wir Menschen sehen, wie wir sie wahrnehmen. Und auch so Dinge, die uns triggern an anderen Menschen, aber gleichzeitig etwas eben, was uns auch anzieht. Und bei dir steht eben gegenüber der Schütze und da geht es ums große Ganze. Und während du eben denkst, dass du so ganz schnell auf den Punkt kommst, eben super klar in deiner Ausdrucksform bist, die lustigste bist und amüsanteste und so, denkst du dann oft von den anderen, dass sie ja sich so im Großen verlieren, Dinge einfach zu kompliziert irgendwie machen, immer zu weitsichtig irgendwie sind. Aber es kann eigentlich sein, dass du dich ganz schön oft auch verzettelst, irgendwie, weil du halt so all over the place bist. Ne? Du springst so von überall nach überall und irgendwie ganz viele Details und kriegst es dann irgendwie nicht so richtig auf einen Punkt, auf einen Fokus und kannst dich dann manchmal doch irgendwie nicht so richtig klar ausdrücken, wie du eigentlich gerne hoffst oder auch von dir denkst. Es fällt dir auch nicht so leicht, deine Emotionen zu teilen, weil Luftzeichen sind einfach ein bisschen logischer, der ihre Herangehensweise ist so ein bisschen analytisch. Und deswegen willst du einfach die Dinge eher so verstehen, also deine Emotionen, deine Gefühlswelt. Du willst sie eher verstehen und kontrollieren, als dass du da jetzt wirklich tief reintauchst und das so einfach erfährst. Aber
Gleichzeitig hast du eben diese Dualität in dir, ne? Also es sind ja immer zwei. Also du kannst alles gleichzeitig halten. Also glücklich und unglücklich, zufrieden und unzufrieden. Das sind so diese Widersprüche, in denen du halt auch super schnell irgendwie hin und her schwanken kannst. Da ist irgendwie alles gleichzeitig in dir drinnen. Und das kann manchmal so ein bisschen überfordernd sein und auch so ein bisschen verwirrend, weil es ist irgendwie so, als würdest du im Inneren irgendwo wissen, dass du dein Potenzial nicht wirklich auslebst. Du bist irgendwie oftmals von so einer Sehnsucht nach was Besserem getrieben. Also so dieses, das Gras ist immer auf der anderen Seite grüner. Das ist irgendwie was, was dich die ganze Zeit verfolgt, weil du irgendwie immer denkst, das nächste ist jetzt das Ding. Und wenn ich dann erst das habe, dann und dann ist das und das und dann wird's richtig gut und dann geht's mir gut. Also dieses Streben nach irgendwas, was nicht im Jetzt ist, verfolgt dich einfach die ganze Zeit und dann vergisst du manchmal einfach zu feiern, was du jetzt gerade hast. Also jetzt im Moment zu sein und irgendwie auch den Prozess und den Weg zu diesen Zielen, die du dann irgendwie denkst, auch wirklich zu integrieren und nicht immer nur getrieben sein von dem, was irgendwie außerhalb von deiner Reichweite gerade ist. Und da kann es nämlich auch mal sein, dass du zwischendrin so ein bisschen neidvolle Gefühle irgendwie entwickelst oder so eine Gehässigkeit anderen oder dem Leben gegenüber. Vor allem in Freundschaften oder Beziehungen oder ja, mit Leuten eben, die in deinem Leben sind, wo du das Gefühl hast, dass irgendwas dich zurückhält, irgendwas schränkt dich ein, irgendwas hat dich festgefahren, obwohl du eigentlich verstehen musst, dass du die einzige Person bist, irgendwie, die sich von dieser Kontrolle befreien muss, die sich irgendwie, die ausbrechen kann und irgendwie zurück in diese bouncy Energie kommen kann, mit der du gerne durchs Leben federn möchtest. Dein Intellekt ist einfach halt super schnell, ne? Und der springt so von A nach B und C und D und ganz viel ist da die ganze Zeit los und es fällt dir super schwer, den auch abzustellen. Und deswegen vermeidest du manchmal auch einfach alleine zu sein, weil du bist lieber halt im Austausch die ganze Zeit und nicht so gerne alleine, weil wenn du alleine bist, dann kann es halt irgendwie auch total überwältigend sein, diese ganzen Gedanken, und man kann sie einfach nicht abstellen. Und da ist es wirklich gut, mal für dich zu gucken, ob du nicht was findest, was dir hilft, einfach deinen Kopf zu beruhigen und diesen Gedankenfluss mal abzustellen. Also so Dinge wie Meditation oder ja, wenn es Tanz ist oder Malen oder was auch immer dir hilft, persönlich irgendwie in so einen Ruhezustand zu kommen und auch das Alleinsein mal genießen zu können. Weil wenn wir alleine sind, dann verbinden wir uns einfach sehr stark mit unserer Intuition. Und das ist einfach ganz, ganz wertvoll, weil dann kannst du eben auch in diese Kraft von dieser ja, sehr flexiblen Energie, die du eben in dir trägst, wieder reinkommen. Auch wenn du es dir selbst wahrscheinlich oftmals nicht zutraust, bist du unglaublich gut im Scheinwerferlicht. Also Leute hören dir einfach unglaublich gerne zu, weil du eine sehr, sehr blumige Ausdrucksweise hast. Also auch dadurch, dass du viel Bewegung eben auch mit deinen Händen in die Sprache reinbringst, generell gut im Entertainen bist und Leute einfach auch zum Lachen bringen kannst, ist die Bühne wirklich so ein bisschen auch dein Zuhause. Und auch, weil du eben diese Dualität in dir hast. Also du kannst gut Arbeit und Zuhause, Privates trennen und daher eben so eine gesunde Balance finden, dass sich das irgendwie nicht so vermischt wie bei anderen Zeichen. Generell tun dir einfach Berufe gut, in denen du eben diese multiplen Persönlichkeiten ausleben kannst. Also, und das passiert dann auch einfach generell wahrscheinlich im Job oder auch in Freundeskreisen, dass du verschiedene Persönlichkeiten bist, je nachdem, in welcher Gruppe du eben gerade bist. Ich habe es ja schon erwähnt, vom Aussehen her, von der Gestik und Mimik ist einfach alles so ein bisschen groß und alles so ein bisschen, ja, hibbelig mit den Händen. Auch das Laufen ist irgendwie so sehr aktiv. Ansonsten hat so ein Zwilling-Aszendent einfach so eine sehr jugendliche Ausstrahlung, sowas Schelmisches, sowas, ja, so ein bisschen Trickster-Energie auch. Sie sind eher groß und alles ist so ein bisschen langgezogen. Also Gesichter, Finger, Beine, so der generelle Körper ist einfach so ein bisschen lang. Und ähnlich wie beim Widder eben sind sie die ganze Zeit in Bewegung, aber haben so ein sowas Grazileres, also sowas Weicheres. Es ist nicht so eckig und kantig, sondern es ist eher ja sowas Luftiges, sowas Flexibles. Dein Soul Purpose ist auf jeden Fall etwas zu finden, was deine Seele zur Ruhe bringt, was dich in die Mitte bringt, was dich irgendwie mal aufatmen lässt und was dich fokussieren lässt auf eine Sache. Weil es ist einfach so, dass du so ein bisschen der Jack of all trades, Master of none bist. Also du hast ganz viel Wissen über ganz viele Themen, du springst überall mal gerne rein, aber bist oftmals eben nur so an der Oberfläche und kannst nicht richtig tief gehen.
Und wenn du das findest, was dich wirklich inspiriert, was dich wirklich antreibt, dann kannst du das auch zu deiner Mastery machen. Also dann wird es dir die Möglichkeit geben, dass du da richtig reintauchst, dass es dir eben nicht zu schnell zu langweilig wird. Und in dem Moment wirst du wahrscheinlich auch Zugang zu diesem extremen Talent durch Merkur finden. Ne? Also dieses Schreiben und darüber sprechen, dich eloquent irgendwie ausdrücken. Und halt wirklich dieses mentale Potenzial, was du hast, dass du da irgendwie richtig reinkommen kannst. Und das ist wichtig, einfach zu beobachten im Alltag. Wo geht deine Leidenschaft richtig in die Höhe? Was treibt dich an? Was macht dich Feuer und Flamme? Also oftmals ist es einfach so, dass Zwillinge wirklich gut als Autoren sind, als Blogger, Podcasts, Journalisten, all diese Dinge, wo du einfach in Kommunikation mit Menschen bist, auch Verkäufer, auch sehr gut, wenn du irgendwas verkaufen willst. Weil diese verbale, blumige Art, ne, diese Möglichkeit, einfach Menschen einzulullen, ist einfach eines deiner größten Geschenke. Also dieser bildliche Ausdruck, da kleben die Menschen einfach an deinen Lippen und ja, das solltest du auf jeden Fall irgendwie nutzen. Ich habe da auch sehr, sehr passende Celebrity-Beispiele gefunden. Also Lady Gaga und Amy Winehouse, die alle auch Texte selber schreiben und damit einfach sehr fasziniert haben, finde ich, ist sehr, sehr passend. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video dir einfach weitergeholfen hat. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn du mir einen Kommentar oder ein Like hinterlassen würdest und am besten natürlich meinen Kanal abonnierst. Du wirst ihm unglaublich weiterhelfen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach alles, alles Gute. Bleib frei. Namaste.